Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Dubaro, weil es sich so oft gewünscht worden ist. Und zwar mit dem Nilsson 1489 Streaming plus Gaming PC 1000 für 999 Euro. Dem Streaming und Gaming 1500 für 1499 Euro. Und dem Streaming und Gaming 2000 für 1999,99 Euro. Für die, die Nilsson nicht kennen, das ist auch ein bekannter Hardware-YouTuber, der macht sehr viel zu OBS und Streaming-Geschichten. Ist auf jeden Fall guter Content, könnt ihr gerne mal reinschauen. Also wenn ihr wirklich mit Streaming anfangen wollt, dann solltet ihr da vielleicht wirklich mal reinschauen und euch ein paar Tipps abholen. Da zeigt er auch, wie man Bots einstellt und so weiter. Ist schon ganz okay. Der hat hier natürlich mehrere PCs im Angebot bei Dubaro, genauso wie Kreativwerke und Hardware-Deals auch. Ich habe jetzt drei Stück genommen aus drei verschiedenen Preisklassen. Dann ist das alles so ein bisschen abgedeckt, dann könnt ihr euch zumindest, was den Preis angeht, ein Bild drüber machen und wir schauen uns die Dinger jetzt mal an. Starten wir also mit dem für 999 Euro. Das hier ist wie immer nur das Gehäusebild, das ist soweit in Ordnung. Das ist bei Dubaro meistens so, dass die einfach nur dieses Geizhalsbild nehmen, was wir bei Geizhals auch immer sehen, und das da einpflegen. Da ist jetzt nichts, was irgendwie leuchtet, was nicht leuchten soll oder so, das ist schon mal okay. Als Prozessor bekommen wir eine Intel i5-12400F. Der reicht zum Zocken natürlich ganz dicke. Wenn ihr mit dem unbedingt streamen wollt, was ich nicht empfehlen würde, aber wenn ihr wollt, dann rendert auf jeden Fall über die Nvidia-Grafikkarte, die hier verbaut ist. Deswegen sehen wir in diesem System auch selten eine AMD-Karte, weil Nvidia einfach besser geeignet ist. Diese Karten bringen dann noch diesen Encoder mit, den NVENC Encoder, und damit könnt ihr auf jeden Fall streamen. Kommt natürlich auf das Spiel an, frisst auch ein bisschen Leistung von der Grafikkarte noch weg, aber wie gesagt, der Prozessor ist schon mal völlig okay. Hat eine TDP von 65 bis 117 Watt, 6 Kerne, 12 Threads, unterstützt offiziell DDR5 4800 MHz und DDR4 3200 MHz. Da wir hier das Streaming-Thema auch haben, wenn ihr streamen wollt, geht mindestens auf ein 12600K, wenn nicht sogar ein 12700K, dann könnt ihr nämlich auch über den Prozessor rendern und die Grafikkarte somit ein bisschen entlasten. Den nehmen wir hier auch als Box-Variante mit, weil der halt einfach keinen extra Kühler mit in dieser Konfiguration drin hat. Sehen wir auch gleich nochmal. Und das ist einfach nur als Info für euch. Dieser Kühler, der ist auf jeden Fall mit dabei. Und der kostet 193 Euro bei Mindfactory. Ja, der ist im Preis gestiegen tatsächlich. Der war vorher irgendwo bei 160, 170. Jetzt sind es mittlerweile schon 193 Euro. Hier steht es auch nochmal. CPU-Kühler ist ein alternativer AMD Intel CPU-Kühler. Wie gesagt, kann dann dieser Box sein. Mainboard ist ein MSI Pro B660M-A DDR4. Und das ist hier nun leider ein Micro-ATX-Board. Finde ich ein bisschen schade. Full-ATX hätte mir besser gefallen, vor allen Dingen, weil es in das Case auch reinpasst. Das hat zumindest gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden, beziehungsweise ist verbaut. Hier unten kann noch eine weitere hinzugefügt werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und über diese beiden Steckplätze könnt ihr hinterher vielleicht noch eine Capture-Karte oder eine WLAN-Karte einbinden. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.1, zweimal USB 3.0, zweimal USB 2.0, PS2-Anschluss werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht benutzen. Zweimal DisplayPort und zweimal HDMI. Hier ist es natürlich so, die könnt ihr nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Deswegen hat er ja dieses F-Suffix, 12400F. Das bekräftigt mich wiederum da drin, dass dieses Mainboard eher für Bürorechner gedacht ist, weil ihr dann halt keine Grafikkarte braucht und das Bild über den Prozessor zieht. Das ist zum Zocken natürlich dann nicht geeignet, aber diese vier Anschlüsse fallen auf jeden Fall für euch weg. In einem Preisbereich von 1000 Euro kann man natürlich noch sagen, ja, ist okay, aber wir hatten schon öfters PCs, die so um die 1000 Euro gekostet haben und die hatten auch schon Full-ATX-Board drin. Finde ich ein bisschen schade. Da gehen euch halt so ein paar Erweiterungsmöglichkeiten flöten und es sieht halt irgendwie blöd aus, in so einem großen Case so ein kleines Board zu haben. Naja, was soll's. Und das kostet 149,61 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 8 GB Nvidia RTX 3050 beliebiger Hersteller. Da wir hier nicht genau wissen, was wir bekommen, nehmen wir jetzt einfach die Asus Phoenix GeForce RTX 3050. Ja, es kann auch eine mit zwei Lüftern sein, wie auch immer. Aber die machen von der Leistung her keine großen Unterschiede zwischen den einzelnen Herstellern. Klar, die eine kann nur ein bisschen OC haben oder so. Aber das ist soweit preislich gesehen erstmal okay, ist halt eine der günstigsten, die wir am Markt kriegen. Die 3050 ist auf jeden Fall keine besondere Grafikkarte, ist auf jeden Fall Einsteigerbereich. Da könnt ihr jetzt in den Kommentaren sagen, was ihr wollt. In der 30er-Reihe ist das Einsteigerbereich. Ich sage das ja auch gerne mal bei einer 3060, weil danach noch so viele folgen. 3060 Ti, 3080, 3070, 3070 Ti, 3090, wie sie alle heißen. AMD hat ja auch noch ein paar Karten. Ich zeige euch dazu jetzt auch ein paar FPS-Daten, weil wir hatten diese Grafikkarte noch nie in unseren Videos. Und das ist jetzt auch mit dem Prozessor zusammen quasi auf einem System. Da habt ihr circa eine Angabe, was das System erreicht. Schauen wir uns hier Halo Infinite an, dann kommen wir so auf 60 FPS auf Full HD und hohen Einstellungen. Call of Duty Vanguard kommt so im Schnitt auf 79 FPS, auch auf Full HD und hohen Einstellungen. God of War, da seid ihr auch circa bei 60 FPS auf hohen Einstellungen Full HD. Far Cry 6 sogar um die 82 FPS, auch auf Grafik Ultra 1080p, allerdings ohne Raytracing. Doom Eternal liegt so bei ungefähr 120 FPS auf Full HD und hohen Einstellungen. Assassin's Creed Valhalla liegt bei ca. 60 FPS, auch auf hohen Einstellungen Full HD. Und Valorant, ja klar, das läuft auf jedem Toaster, liegt bei ungefähr 300 FPS, auch auf Full HD und Competitive Grafikeinstellungen.
Dieses Video verlinke ich euch natürlich auch in der Videobeschreibung. Ich wollte einfach nur einen groben Überblick gerade geben, was die Grafikkarte so schafft in Kombination mit diesem Prozessor. Jetzt müsst ihr natürlich wissen, wenn ihr streamen wollt, weil das ja Streaming-PCs sind, so sind sie angegeben, gehen euch davon noch ein paar FPS flöten, sobald ihr über den NVENC Encoder streamt. Also alles in allem, in dem Preisbereich ist das noch okay. Es gibt auch ein paar bessere Systeme, zum Beispiel eine 6600 da drin von AMD, vielleicht sogar eine 3060, gibt es auch solche Angebote, da wird aber woanders wieder gespart. Ist auf jeden Fall in dem Preisbereich noch in Ordnung. Und die kostet 299,90 € bei Asus. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB DDR4 Kingston 3200 MHz Fury Beast. 16 GB in der Preisklasse völlig in Ordnung, 3200 MHz, ja, ist auch noch okay, weil der PC kostet wie gesagt 1000 €. Klar hätte man 3600er nehmen können, der hätte jetzt vielleicht 10 € mehr gekostet, aber die sparen natürlich, wo sie können. An und für sich, der Kingston Fury Beast hatte ich bisher noch keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, ist guter RAM, das passt soweit. Und er kostet 63,85 € bei Playox. Die Festplatte ist eine 1 TB Kingston NV1. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB/s und sind halt 1 TB. Ist nicht selbstverständlich, wir sehen ganz oft Systeme im Bereich 1000 €, die nur 500 GB mitbringen. 1 TB ist auf jeden Fall super, reicht zum Zocken erstmal aus, die Geschwindigkeit auch, das ist okay. Und die kostet 75,89 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 600 Watt BeQuiet Pure Power 11CM. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Gold zertifiziert und teilmodular. Finde ich super, dass sie es da rein konfiguriert haben. Kein System Power oder irgendwie ein LC Power Netzteil oder so, sondern wirklich ein gutes Pure Power, was auch noch teilmodular ist, Gold zertifiziert, 600 Watt, reicht dicke. Könnt ihr hinterher sogar noch eine 3060 Ti oder 3070 reinschmeißen, wenn ihr wollt. Das ist völlig in Ordnung. Und das kostet 79,49 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Silentium PC Ventum VT2 TG mit Glasfenster. Das ist jetzt natürlich nichts mit großartigen RGB-Bling-Bling, also dieses System hat allgemein nicht viel RGB. Das bringt aber immerhin schon mal einen Lüfter in der Front und einen im Heck mit, das heißt, der Airflow ist soweit gegeben. Das ist ja jetzt auch kein System, was übelst warm wird, das ist also auch völlig okay. Und es bringt halt für den Preis eine gute Qualität an, Mann. Wenn ihr irgendwas schickimicki haben wollt, müsst ihr es euch einfach umkonfigurieren. Für das System ist das völlig ausreichend. Und das kostet 49,91 € bei ProShop. Betriebssystem ist nicht mit dabei, 2 Jahre Garantie, das kennen wir auch schon von Dubaro. Hier haben wir auch schon das Endergebnis, hier ist die SSD, der Prozessor mit dem CPU-Kühler zusammen, RAM-Speicher, Grafikkarte, Mainboard, Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 911,65 €, das System soll kosten, 999. Das heißt, ihr seid bei ca. 90 € fürs Zusammenbauen. Das ist preislich völlig okay. Was ich natürlich jetzt sage wieder, das Micro-ATX-Mainboard hätte nicht sein müssen. Der Rest ist eigentlich soweit wirklich in Ordnung. Das Netzteil gefällt mir vor allem, auch dass 1 TB Speicher drin ist. Nehmt vielleicht ein Full-ATX-Mainboard. Ich sage es nur, ihr habt mehr Erweiterungsmöglichkeiten, es sieht besser aus, vielleicht noch ein bisschen RGB dabei, dann passt das soweit. Ob man da jetzt mit unbedingt streamen sollte, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Hier steht ja Streaming plus Gaming 1000. Gaming unterschreibe ich, klar. Streaming geht euch natürlich, wie gesagt, Leistung flöten. Wenn ihr da jetzt Zuschauer habt und die sehen so ein bisschen Ruckler und so da drin, ist das auch nicht so geil. Gebt lieber ein bisschen mehr aus, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Dann hätten wir hier halt noch den Streaming plus Gaming 1500 für 1499 €. Das Bild ist wie immer nur das Gehäusebild. Hier bekommen wir schon einen Intel i5-12600KF. Der hat eine TDP von 125 bis 150 Watt. 10 Kerne, 6 Performance und 4 Efficiency Kerne, beziehungsweise 16 Threads, 12 Performance Threads und 4 Efficiency Kerne. Das erkläre ich jetzt auch gerne nochmal. Die Efficiency Kerne, die arbeiten ganz normal, wenn ihr Office- oder Multimedia-Betrieb macht, also ein bisschen YouTube gucken oder so, dann verbraucht er nicht so viel Strom. Sobald ihr dann ans Zocken geht, schalten sich die Performance Kerne dazu und ihr habt auf jeden Fall mehr Leistung, aber auch einen höheren Stromverbrauch. Nilsson hat dazu selber mal ein Video gemacht, das habe ich auch in meinem letzten YouTube-Video gezeigt, dass der 12600KF zum Rennen dann noch nicht so gut geeignet ist, wenn ihr jetzt streamen wollt. Das heißt auch hier, streamt besser über die Grafikkarte. Es ist ja wieder ein Streaming-PC, aber mit dem seid ihr auf jeden Fall schon mal besser aufgestellt. Wenn ihr jetzt natürlich Valorant, Among Us oder Counter-Strike streamen wollt und dann über den Prozessor rendert, ist das überhaupt kein Problem. Nur für AAA-Titel wird es dann halt irgendwie ein bisschen schwierig. Das ist auf jeden Fall ein guter Prozessor in dieser Preisklasse, der bringt aber auch hier keine Grafikeinheit mit. Ihr müsst das Bild wieder über die Grafikkarte ziehen. Und der kostet 286,90 € bei Mindfactory. Der CPU-Kühler ist in dem Fall ein BeQuiet Shadowrock 3. Der hat eine TDP von 190 Watt. Das ist ja auf jeden Fall schon mal mehr, als das Intel da angibt bei dem Prozessor. Der kriegt das Ding auch gekühlt, sofern ihr ein gutes Gehäuse mit gutem Airflow habt. Protoss hat dazu auch mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Da hat er das genau mit diesem CPU-Kühler getestet und ist auch auf das Ergebnis gekommen, dass eine Wasserkühlung nicht unbedingt sein muss. Sieht natürlich schöner aus, aber muss nicht sein, sofern der Airflow gegeben ist und der CPU-Kühler eben dieser hier ist. Ist auf jeden Fall eine gute Wahl, kann ich nicht meckern.
und er kostet 44,89 € bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein MSI Pro B660M-A DDR4. Warum jetzt hier schon wieder ein Micro ATX Mainboard, vor allen Dingen das gleiche wie bei dem 1000 € PC mit reinwandern musste, auch wieder bei einem großen Gehäuse, weiß ich nicht, gefällt mir auf jeden Fall nicht. Ich sag dazu jetzt auch nichts mehr, das hatten wir eben schon bei dem anderen PC. Die Grafikkarte ist in dem Fall allerdings schon eine RTX 3070 beliebiger Hersteller. Wir nehmen jetzt einfach mal die Gigabyte GeForce RTX 3070 Eagle OC 8 GB. Klar, es kann auch eine andere sein. Das hier ist gerade die günstigste am Markt. Ich habe auch eine Gigabyte-Karte, eine 3080 bei mir im System. Von der Lautstärke her sind die völlig okay. Und eine 3070 ist in dieser Preisklasse auch völlig in Ordnung. FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 579 € bei Mindfactory. Der Arbeitsspeicher bleibt gleich, genauso wie die 1 TB SSD. Das Netzteil ist in dem Fall schon ein 700W Big Quiet Pure Power FCM. Das ist quasi der gleiche Hersteller und die gleiche Serie wie bei dem PC davor, hat allerdings 700W. Ist auf Nummer sicher gegangen, finde ich auch völlig in Ordnung in diesem System, weil der Prozessor ist ja schon stärker und die Grafikkarte auch. Ihr könnt hinterher sogar noch ein bisschen erweitern, 3070 Ti oder vielleicht sogar eine 3080 reinschmeißen, wenn ihr wollt. Und das kostet 91,89 € bei Mindfactory. Als Gehäuse bekommen wir hier ein Big Quiet Purebase 500DX schwarz mit Glasfenster. Das gibt es jetzt aktuell in Aktion, natürlich als FX-Variante. Dann bekommt ihr 4 RGB-Lüfter in der Front und einen RGB-Lüfter hinten. Das ist dann gar nicht mal so schlecht, preis-leistungstechnisch gesehen. Klar, ich weiß nicht, wie aktuell diese Systeme sind, aber hier sind halt nur 2 Lüfter mit dabei. Einer in der Front, 140 mm und einer im Heck. Also das reicht auf jeden Fall aus für dieses System mit dieser 3070 und 12600K. Natürlich wäre das FX vielleicht sogar besser gewesen, ist aber auch wieder ein Ticken teurer. Und ihr könnt es ja auch umkonfigurieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Klar, machen 320 mm mehr Luft als 240er. Und das kostet 101 € bei Mindfactory. Dann wären wir da auch wieder beim Endergebnis. Hier haben wir die 1 TB SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.393,03 €. Das System soll kosten 1.499 €. Seid ihr auch bei bummelig 100 € fürs Zusammenbauen. Preislich gesehen auch völlig in Ordnung. Dass da jetzt dieses Micro ATX Mainboard reingewandert ist, bei dem Preispunkt finde ich ein bisschen schade. Muss nicht sein. Bei 1.000 € verstehe ich das, bei 1.500 muss ich nicht verstehen. Und dann haben wir hier noch den für 2.000 €, die heißen ja alle Streaming plus Gaming und dann halt die Zahl dahinter, ist wieder nur das Gehäusebild von Geizhals. Hier haben wir den gleichen Prozessor wie bei dem anderen System, da hätte ich mir jetzt schon 12.700K gewünscht tatsächlich. Aber wir gucken gleich mal auf den Preis, dann wisst ihr auch, warum das so ist. Der CPU-Kühler ist eine Corsair Hydro IQ H100i RGB Pro XT. Ja, das ist eine 240er Wasserkühlung. Das ist soweit okay. Das sieht natürlich optisch ein bisschen besser aus als so ein Luftkühler. Ihr habt aber eben gesehen, bei dem Prozessor war ein Luftkühler mit dabei, bei den 1.500 € PC. Hier geht er jetzt so ein bisschen auf Design. Vielleicht wollt ihr noch ein bisschen übertakten, habt dann noch so ein bisschen Luft, was die Temperaturen angehen. Das ist schon mal okay. 100 € für eine 240er Wasserkühlung hinzulegen, ist auch schon eine Menge Geld. Arctic hat auch eine ähnliche im Programm. Die kostet nur 80 € und ist wahrscheinlich von der Leistung her sogar noch stärker als die Corsair Wasserkühlung. Nichtsdestotrotz ist die natürlich nicht schlecht. Das passt soweit. Und die kostet 109,99 €. Bei eBay bzw. 117,95 € bei XCOM, das könnt ihr hinterher noch draufrechnen oder es eben auch lassen. Als Mainboard bekommen wir ein MSI Pro Z690-A DDR4. Jetzt haben wir auch endlich ein Full ATX Board, Z690 Chipsatz, das heißt, ihr könnt sogar übertakten, wenn ihr das möchtet, deswegen wahrscheinlich auch die Wasserkühlung, weil bei dem anderen System, was wir eben gesehen haben für 1500, das könnt ihr nicht übertakten, weil das nur ein B660er Chipsatz ist. Ihr habt auf jeden Fall die Möglichkeit dazu. Das bringt gekühlte Spannungswandler mit, 4 RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier unten auch und hier auch, also bis zu 3 Stück. Eine ist natürlich schon mit dabei. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier habt ihr noch 3 Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was ihr gerne da reinbauen möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, Netzwerkanschluss, einmal USB 3.1, einmal USB-C, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0. Die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier wieder nicht benutzen, weil der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Das bedeutet für euch, ihr zieht das Bild über die Grafikkarte, wie bei den anderen Systemen auch. PS2-Anschluss werdet ihr auch nicht benutzen, weil Tastatur und Maus läuft mittlerweile über USB. Das ist jetzt nichts Besonderes, es ist aber ein grundsolides Board und es ist Full ATX, sieht auch gut aus im System, das passt soweit. Und das kostet 198 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 10 GB Nvidia RTX 3080, beliebiger Hersteller. Wir nehmen jetzt einfach die von KFA2. Es kann nämlich auch passieren, dass die quasi bei euch im System landet. Die ist jetzt nicht schlechter als die anderen. Klar, die anderen können ein bisschen OC haben oder so, also Übertaktung, aber das ist relativ egal. 3080 ist in Ordnung, 10 GB, hätte man auch eine 12er nehmen können. Die werden allerdings nicht mehr zuverlässig hergestellt. Das bedeutet, die müssen wahrscheinlich sogar auf die 10 GB gehen, weil irgendwann ist halt der Laden leer.
Irgendwann kriegen sie keine mit 12 GB mehr. Das ist eine gute Grafikkarte, die habe ich auch, allerdings als Gigabyte-Variante. Da könnt ihr alle gängigen Spiele mit spielen, in WQHD, in flüssigen Framerates, kein Problem. FPS-Tests dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet 798,99 € bei Mindfactory. Ich habe noch 930 bezahlt. Naja, was soll's. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB DDR4 Kingston 3600 MHz Fury Beast. Ich finde tatsächlich bei einem 2000-Euro-System 16 GB ein bisschen wenig. Ich hatte schon den Fall, dass zum Beispiel Horizon Zero Dawn, ich sage es ganz oft in meinen Videos, zum Release hin alleine schon 16 GB RAM gefressen hat. Nicht VRAM von der Grafikkarte, sondern normalen Arbeitsspeicher. Ich hätte mir da schon 32 GB gewünscht. Jetzt ist es hier halt nun mal so, ich sage ja nur, was ich verbessert hätte. 3600 MHz ist auf jeden Fall okay, auch der Hersteller ist in Ordnung. Aber es hätte ruhig ein bisschen mehr sein können. Und er kostet 70,39 € bei Mindfactory. Die Festplatte ist eine 2 TB Kingston NV1. Jetzt werden hier auch schon einige sagen, ja, eine etwas schnellere hätte man nehmen können, eine 970 Evo oder sowas oder eine 980er von Samsung. Ja, verstehe ich auch. Zum Zocken reicht die aber dicke. Selbst wenn jetzt ein Spiel 2 GB die Sekunde in den Arbeitsspeicher lädt und das Spiel braucht irgendwie 10 GB Arbeitsspeicher, ist das in 5 Sekunden geladen. Ob ihr da jetzt 5 Sekunden wartet oder 3 Sekunden, ist relativ egal. Klar, bei dem Preispunkt erwartet man vielleicht was anderes. Technisch gesehen ist es in Ordnung. Es sind auch 2 TB anstatt 1 TB wie sonst. Das passt soweit schon. Und die kostet 148,77 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt Corsair RM850X. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80+ Gold zertifiziert und vollmodular. 850 Watt für dieses System auch völlig ausreichend. Auch wieder die sichere Seite gewählt, das heißt, ihr habt noch ein bisschen Puffer, aber viel Aufrüsten braucht ihr da sowieso nicht mehr. Und das kostet 115 € bei PC-King. Das Gehäuse ist ein Corsair IQ465X RGB Schwarz mit Glasfenster. Ich hatte jetzt des Öfteren mal gesagt in meinen Videos, dass es mir nicht gefällt, dass hier nur so ein seitlicher Schlitz ist. Jetzt wurde aber in den Kommentaren geschrieben, dass da einer das zu Hause hatte und der sagte, Airflow-technisch wäre es wohl okay. Alles klar, ich hatte es noch nicht hier, ich konnte es noch nicht testen, ich schaue es mir optisch an und denke mir so, könnte knapp werden. Wenn dieser Zuschauer aber sagt, das Gehäuse ist okay, dann gebe ich das jetzt so an euch weiter und sage jetzt, okay, vom Airflow her passt es scheinbar. Hat auch noch 3 RGB-beleuchtete Luffys in der Front, also der Airflow scheint dann gegeben zu sein. Mir gefällt eine Mesh-Front halt einfach besser, hier ist eine Scheibe davor, ist ein bisschen suboptimal. Aber qualitativ scheint das Case soweit in Ordnung zu sein. Und das kostet auch stolze 159,60 € bei notebooksbilliger.de. Dann wären wir auch hier beim Endergebnis, hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil und dann landen wir bei 1887,64 €, das System soll kosten, circa 2000 €, auf den einen Cent, den scheißen wir jetzt mal. Es ist halt einfach preislich gesehen wieder völlig okay. Ihr habt meine Kritik gehört, hier wäre mir der Arbeitsspeicher ein bisschen zu wenig. Aber klar, das System wird dadurch wieder teurer, ob man dann den Preispunkt noch so halten kann, ist ein anderes Thema. Ich hätte dann vielleicht irgendwas anderes reduziert. Ich wüsste jetzt auch nicht was, vielleicht wirklich nur 1 TB SSD-Speicher reinpacken und dann vielleicht wirklich auf 32 GB RAM gehen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich wieder über den 1 TB SSD-Speicher gemeckert, also ihr wisst, was ich meine. Ich habe meine Sachen dazu gesagt, was ich kritisiere, vor allen Dingen diese Micro-ATX-Ports, gerade bei dem 1500-Euro-System. Also direkt so eine Empfehlung rausknallen, wie ich es vielleicht in den anderen Videos gemacht habe, tue ich jetzt nicht. Aber preislich gesehen sind sie halt alle okay. Das ist jetzt nicht so, als würdet ihr eine scheiß Konfiguration kriegen, 400 € Luft haben und man hätte es besser machen können, weil man ja diese Luft hat. Nein, es ist hier halt einfach aufgrund des Preises ein bisschen reduziert. Ändert einfach am besten das ab, was ihr euch gesagt habt. Dann wird es ein bisschen teurer, aber da seid ihr auf der sicheren Seite. Die FPS-Tests dazu und alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Ich bin da öfters mal live. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.